einem BMW, 1er BMW, da wollen wir Bluetooth-Adapter einbauen und das entsprechend kodieren. Und das soll das Video dazu berichten, wie wir das machen. Dann bauen wir erstmal dieses Radio aus. Und dann schauen wir uns den Rest an, wie der Profi das kodiert und programmiert. Hier sind noch zwei Schrauben, da und hier. Da wird das Radio dann noch rausgebaut und rausgesteckt. So, Radio ist draußen. Wir bauen jetzt diesen Bluetooth-Adapter ein. Oh, da muss man Plus und Minus, okay. Okay. Das heißt, die drei Kabel haben wir jetzt durchgeschnitten in dem AUX. Und dann verbinden wir das mit dem USB-Teil. Ah, so wird das. Da schon der neuere ist, ganz ruhig in die 30 gehen, da schallt die sowieso ab. Weißt du? Und einschläft, ist die 30 sowieso weg. Ach so, da passiert eh nichts. Nee. Wo ist eine Zange zum Zusammenquetschen? Hab ich doch. Achso. Was, was ist da mit dir eigentlich? Ich wollte gerade los. Und? Kunde kam, hä? Haftdienstschaden, ja. Ja, da wird Geld verdient. Da muss man. Richtig, da kann ich nicht wegschicken. Ja, das kannst du, das stimmt, ja. So, das hast du jetzt einmal Masse angeschlossen, dann einmal Plus. Gerne. Genau. Was gab's noch Gutes? Was Neues? Chili con carne kann man heute kriegen. Lecker. Echt gut. Und sonst ab. Clemens. Gut soweit. Wann treffen wir uns dann? 18 Uhr. Ja? 18 Uhr bei der Despina. Davor. Ja. Geht, jo. So, jetzt haben wir die Stromversorgung angeschlossen, jetzt kommen noch wahrscheinlich die Datenleitung oder was das auch immer ist. Ja. Die drei Kabeln. Einmal. So, ja. Und genau. So, angeschlossen ist alles. Jetzt versuchen wir mit dem Handy eine Verbindung aufzubauen. Jetzt suchst du ja diesen Bluetooth-Adapter, also genau. Bluetooth. Connected mit dem, genau. Okay. Macht da schon Musik. Unfassbar. Ja.
Sehr gut. Profi. So schnell macht man das, mit dem Bluetooth-Adapter. Sollen wir das noch verlöten oder was? Ja. So, jetzt werden die Kabel noch mal sauber verlötet, damit es ordentlich ist. Schrumpfschlauch drauf. Und funktionieren tut ja schon alles. Was? Jetzt, wo ich die Stecker fertig gemacht habe, sagt er mir, Steuergerät nicht erreichbar. Ah, okay. Jo, nochmal Abschluss zum Video. Ging jetzt auch ein bisschen holter die Polter, alles schneller. Aber ihr habt gesehen, wie einfach das ist, ein USB-Anschluss. Wichtig ist, dass der schon AUX-Anschluss hat, das Fahrzeug. Das ist jetzt natürlich totgelegt, das ist nicht mehr zu gebrauchen. Der Profi hat das durchgeschnitten, diese AUX-Verbindung hier zu dem, und hat da praktisch diesen Bluetooth-Adapter. Den kann man dann später mit dem Handy koppeln und dann kann man Musik hören, haben wir ja vorhin schon gehört. Im Prinzip Plus und Minus und die drei Signalleitungen miteinander verbinden, und dann funktioniert das schon eigentlich ganz easy. Radio rausbauen, hier wird ausgeklipst, hier zwei Schrauben raus damit, das Ding schnell dazwischen geklemmt. Kein großes Hexenwerk bei diesem Modell, also das ist bei mit diesem Business BMW Business CD Radio. Beim Professional könnte man das einfach durch die Codierung ohne irgendwelche Eingriffe vornehmen. Also was hier nur geht mit Musikstream, aber nichts mit Telefon, das müsste man dann separat dann nochmal ein Bauteil einbauen. Okay, das war's dann für das Video.